Hallo Freunde, heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Denn unser Community-Mitglied Friesling hat gefragt, kannst du mal was zum Marocci-Bind machen? Das Endspiel finde ich schwierig. Ja, das wollte ich sowieso schon immer mal machen. Irgendjemand hatte das auch schon mal gefragt, ich kam noch nicht zu. Aber jetzt ist der Tag da. Heute werden wir uns mal mit dem Marocci-Bind beschäftigen. Und ja, was das ist, wie kommen wir da hin, wer hat welche Ideen und so weiter. Ich versuche euch mal einen kleinen Überblick zu geben und damit starten wir jetzt auch direkt. Also, los geht's. Nun, aus weißer Sicht fällt natürlich erstmal ganz besonders die Stärke des Feldes D5 auf. Schwarz kann kein D6, D5 spielen. Wir können das Feld D5 selber vielleicht auch mal für einen unserer Springer mal nutzen, um nach vorne als zentralen Vorpostenfeld den da reinzustellen. Schwarz ist im Allgemeinen eingeengt, da hatte ich ja schon angedeutet, so, dass er auf die ersten drei Reihen im Regelfall beschränkt ist. Dann könnte man überlegen, wo sind die Durchbrüche für Schwarz. Wir werden gleich sehen, dass die in den Zügen B5 und F5 liegen werden. Der Vorstoß D5 ist aber nur ganz schwer umzusetzen. Da müsste man schon E6 spielen und dann D5. Und in dem Augenblick, wenn man E6 spielt, könnte es sein, dass dieser Bauer auf D6 eben zur Schwäche neigt. Wenn ich hier meine Türme auf der D-Linie verdoppel, vielleicht einen Läufer nach F4 stelle, ja, sowas in die Richtung, dann könnte dieser D6-Bauer auch sehr schnell sehr schwach werden. Die Pläne für Weiß sind jetzt erstmal so, dass man sagt, ich habe Gegenspiel verhindert. Und jetzt habe ich mit Weiß zwei grundlegende Ideen. Also Gegenspiel verhindert im Sinne von erstmal natürlich. Ne? Jetzt habe ich zwei grundlegende Ideen für Weiß. Und zwar, das eine ist, dass ich hier mit dem Bauern F4 spielen möchte, um entweder F4, F5 oder E4, E5 im Zentrum zu spielen, am Königsflügel zu spielen. Oder die zweite Option wäre am Damenflügel. Kommen wir gleich zu. Wie könnte das aussehen, wenn Schwarz hier mit F4 am Damenflügel, am Königsflügel spielt? Dieser E-Bauer ist jetzt nicht mehr ganz so leicht zu decken, weil wir den ja vorgeschoben haben, den F-Bauern. Das heißt, Weiß bringt eine gewisse Dynamik hier rein, indem er selber irgendwie Drogen aufbaut und die Brücken hinter sich abreißt, um mehr oder weniger. Nur als ganz kleines Beispiel möchte ich mal Folgendes zeigen. Wir haben hier eine ganz normale Stelle, also von mir selber ausgedachte Stellung. Die könnte aber absolut so ungefähr hinkommen. Und Weiß am Zug sagt sich, okay, ich gehe mit F4, F5 und versuche einen Angriff einzuleiten. Ja, gegen die Struktur hier und den Turm überführen über F3 nach H3 und zum die Dame rüberführen zum Königsangriff und mal schauen, was da so abgeht. Und die Züge, die ich mir jetzt hier so zeige, ist natürlich nur, dienen nur der wie nennt sie das? Weiß ich auch nicht. Ist nicht aus einer Partie, sondern von mir selber ausgedacht, um die Ideen zu zeigen. Nach A6. Der Springer geht nach T5, versucht die Verteidiger des Königs zu tauschen. Und wenn die getauscht sind, dann folgt eben der Turm, schwenkt über die dritte Reihe. Der geht nach H3. Und dann geht die Dame dahin. Ja, und wenn zack, kommt die Dame dahin und man will matt setzen. Natürlich, Schwarz hat hier sehr kooperativ mitgeholfen. Es ging jetzt aber auch erstmal nur darum, um die Ideen zu zeigen, was die Idee von diesem F4, F5 sein könnte. Die zweite Idee ist, von Weiß mit B3, B4 zu spielen und dann vielleicht mit C4, C5 im Zentrum einen Gegenschlag zu machen. Ja, das würde dann hier so aussehen, dass gerade wenn die Türme auf der D-Linie verdoppelt sind, dass hier auf der D-Linie irgendwas geht. Und als kleines Beispiel mal eine solche Stellung, ja, so ähnlich wie eben quasi, guckt nicht drauf, ich habe jetzt die weiße Dame nicht aufgebaut, der ist auch von mir wieder nur erfunden. Es geht nur um das Prinzip jetzt erstmal grundsätzlich, nämlich, dass ich mit C4, C5 hier versuche am Zentrum diesen D6 anzuknabbern, der hängt ja jetzt auch einfach. Und wenn der schlägt, wird die Kontrolle über das Feld E5 gewonnen
und Weiß wird mit E4, E5 hier spielen können, den Springer angreifen und vertreiben können und damit einen Verteidiger des Läufers auf D7 ja, vertreiben und dann würden wir diesen Läufer gewinnen. Das mal so als ganz grobe Grundrichtung, dass dieses C4, C5 auch ein sehr, sehr typisches, häufiges Manöver für Weiß. Jetzt müssen wir natürlich aber auch gucken, wie gesagt, wir könnten jetzt hier noch 10.000 Beispiele und Partien nachspielen und demonstrieren und zeigen. Da könnten wir 7 Stunden gucken und würden noch nicht die Hälfte irgendwie, ja, nicht mal einen Bruchteil irgendwie ankratzen. Deswegen, ich möchte es kurz und knapp halten hier. Das sind so grundlegend die weißen Ideen, also entweder am Königsflügel oder am Damenflügel. Was aber sind die Pläne für Schwarz? Nun, der Kommentar von Friesling bezog sich, oder den habe ich so verstanden, dass er wahrscheinlich eher mit Schwarz diese Strukturen öfter spielt. Deswegen gucken wir hier ein bisschen mehr rein, aber auch jetzt nicht zu tief. Ja, immer noch keep it short and sweet, ja, schön einfach und kompakt halten. Wollen ja erstmal nur die Grundbasisideen hier zeigen. Weil Weiß eben mehr Raum hat durch diese Bauern, versucht Schwarz durch so Hebel wie entweder F7, F5 oder B7, B5 den jeweiligen Bauern anzuknabbern, zu entfernen und damit den Einfluss auf das Zentrum für Weiß zu schwächen und damit für Schwarz zu stärken. Das sind so die typischsten Hebel. Es kommt gelegentlich noch auch vor, dass ganz besonders, wenn Weiß mit F2, F3 sich aufgebaut hat, dass auch der Zug G6, G5 mit der Idee G5, G4 auf dieser Seite zu spielen, kommt auch noch häufiger vor. Zeigen wir auch noch Beispiele zu. Ich zeige gleich ein Beispiel zu, wenn Schwarz B5 durchdrückt, wenn er F5 durchdrückt oder wenn er G5, G4 durchdrückt. Ganz allgemein sind natürlich, wenn wir mal schauen, die durch diese beiden Bauern automatisch natürlich hier auch so ein paar Schwächen auf den schwarzen Feldern im weißen Lager. Sprich, diese schwarzen Felder, ja, die sind nicht mehr zu reparieren. Und ganz, ganz häufig steht dann hier auch noch ein Läufer auf E2. Und der, weil die Bauern auf Weiß stehen, ist das dann ein potenziell schlechter Läufer. Und zum Beispiel könnte das dann so aussehen, dass Schwarz versucht, mit dem Springer überzubleiben und einen ganz schlechten weißen Läufer im Endspiel zu quälen, ja, und dann um diesen Läufer herum sozusagen zu spielen. Das ist ganz, ganz häufig eine Möglichkeit für Schwarz. Dazu müsste er grundsätzlich die schwarzen Läufer, die tauschen, die schwarzfältigen Läufer tauschen. Und ich habe jetzt hier auch wieder nur ein Beispiel aufgebaut, um das zu demonstrieren. Im Regelfall versucht Schwarz, diesen Läufer zu tauschen und Weiß seinerseits versucht, den Läufer eben nicht zu tauschen, weil das hier eine der wenigen Figuren ist, die natürlich dann hier, also Leichtfiguren, die noch um dieses Feld kämpfen können. Hier in dieser Stellung wäre jetzt ein einfacher strategischer Plan, den Läufer nach D4 zu spielen und diesen Läufer zu tauschen, wie auch immer der jetzt getauscht wird, ob wir selber tauschen oder der Gegner tauscht, soll jetzt nicht entscheidend sein. Am Ende des Tages kann ich meinen Springer dann hier mit E6, E5 zementieren und wir haben so ein schönes Endspiel, guter Springer gegen schlechter Läufer erreicht. Und jetzt schauen wir uns noch kleinere Praxisbeispiele dazu an mit den einzelnen Plänen. Und der erste Plan von Schwarz war dieser Hebel mit B7, B5. Dazu schauen wir hier diese folgende Partie durch. Wir sind in der sizilianischen Verteidigung. Nach zack, zack, mit G6 diesen beschleunigten Drachen. Weiß spielt C4, der Marocci Bind. Er könnte natürlich auch alles andere spielen, aber so würde er halt in diesen Marocci Bind kommen. Und jetzt wäre Läufer G7 so, er hat ja scheinbar normale Zug, weil wofür flankettiert man sonst hier diesen Bauern und den Läufer? Aber spannender oder vielleicht etwas besser auch aus theoretischer Sicht ist es, hier erst den Springer rauszuziehen, den E4 anzugreifen. Und nach Springer C3 diesen D7, D6 zu spielen. Die Idee ist, das Feld G4 zu kontrollieren. Falls Weiß jetzt Läufer E3 spielt, können wir nämlich Springer G4 spielen. Und deswegen versucht Weiß hier im Regelfall mit Läufer E2 dieses Feld zu kontrollieren. Wenn er mit F3 spielt, kommt es auf ähnliche Stellungsbilder hinaus. Ja, wie gesagt, so, Läufer E2. Und jetzt eben noch ein schöner, wichtiger
theoretischer Aspekt, dass Schwarz hier eben sehr früh auf D4 nimmt. Die Idee ist, jetzt steht die Dame hier, wird irgendwann durch den Läufer hier bedroht und dann muss die Dame irgendwann, muss die Dame wieder wegziehen, verliert ein Tempo, haben wir ein Tempo gewonnen. Mag nicht das Spiel entscheiden, aber ist eine Kleinigkeit. Ja, man muss ja mit Schwarz gucken, wo man bleibt. Und nach Läufer E3, Rochade, jetzt droht zum Beispiel vielleicht ein Abzug. Nach G4 zum Beispiel zieht die Dame zurück und die Dame geht nach A5. Okay. Weiß versucht mit F2, F3 den Bauern zu stabilisieren. Alles in Ordnung. Und jetzt folgt ein sehr, sehr typischer Plan, ein sehr, sehr typischer Aufbau des Schwarzen. Und zwar geht der Läufer nach E6 und wir versuchen, Druck auf den C4 auszubauen oder auszuüben. Wie machen wir das? Indem wir den F-Turm gleich nach C8 stellen. Dann haben wir konkreten Druck und versuchen dann mit A6 und B5 diesen Hebel durchzudrücken. Warum nehmen wir den F-Turm? Das hat zwei Gründe. Zum einen, wenn die Dame mal irgendwann zurück muss, sind eben beide Türme hier noch miteinander verbunden. Ja, wir wissen ja, Türme als Brüder im Geiste wollen verbunden sein. Und zweitens sehen wir gleich, wenn Schwarz hier mit A6 und B5 irgendwas öffnet, kann dieser Turm hier auf der A-Linie durchaus gut stehen und interessant stehen. Und deswegen nehmen wir den F-Turm hier. Jetzt hängt dieser C-Bauer und wenn Weiß den deckt, dann können wir mit A6 den Vorstoß B7, B5 sofort vorbereiten. Und als Beispiel nach Turm FC1, dann ziehen wir den auch einfach. Im Zweifelsfall auch mal unter Opfer, denn wir sehen, Weiß ist ja dreimal auf dem B5 drauf und wir nur einmal. Und trotzdem, und das sind so diese typischen taktischen Tricks dieses Läufers hier auf G7, auf dieser Diagonale, funktioniert das hier ganz gut für Schwarz. Nach dem Tauschen, jetzt sehen wir, ne, der Turm auf der A-Linie hat eine Funktion. Und wenn Weiß jetzt diesen Bauern nimmt, nur als Beispiel, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht zu tief hier reingehen, dann haben wir immer noch einen sehr, sehr typischen Indianertrick, nämlich mit Springer schlecht E4. Wir holen erstmal den Bauern zurück, öffnen diese Diagonale, wir kriegen ein Tempo auf die Dame, hier hängt alles, sodass Weiß hier auf jeden Fall schlagen muss. Und dann hängt einfach auf A1 der ein ganzer Turm. Und wir sehen, dadurch, dass der Springer jetzt hier auf E4 steht, wurde er vom B5 abgelenkt. Auch ein wichtiges taktisches Motiv, dass am Ende vielleicht der B5 mal hängt. Ja? Je nachdem, wenn Weiß hier auf A1 schlägt, dann hängt eben der B5. Und wenn er hier auf C8 schlägt, können wir immer noch mit dem Läufer schlagen, damit unsere Dame gedeckt bleibt. Und dann kriegen wir mit dem Turm noch ein Tempo auf den B8. Und dann sehen wir einfach, wie gut es war, dass wir diesen Turm auf A8 stehen gelassen haben. Ja, dann haben wir zum Beispiel eine Qualität mehr. Und ja, solche Tricks sind die Idee, wenn man mit B7, B5 arbeitet. Also man muss ein bisschen taktisch reingucken und Gegenspiel aktive Figuren, ja, auf der A-Linie. Manchmal geht da was. Der zweite Plan für Schwarz wäre der Hebel F7, F5. Und hier schauen wir uns auch wieder was kurz an. Auch wieder hier sizilianisch, der hyperbeschleunigte. Zack, zack. Und wie gesagt, hier sollten wir einfach Springer F6 spielen. Man kann natürlich Läufer G7 spielen, ist kein Problem. Jetzt steht der Läufer halt nur auf E3 und kann eben auf D4 schlagen und die weiße Dame verliert nicht noch ein Tempo. Aber man hat zumindest noch weitere Optionen. Dieser Zugspringer F6 ist vielleicht der populärste, aber vielleicht also keineswegs der einzige. Man könnte zum Beispiel Springer H6 hier spielen. Mit der Idee, nach der Rochade natürlich, den Zug F7, F5. Ja, weil der F-Bauer jetzt hier einfach nicht mehr blockiert ist durch den Springer F6. Dann haben wir schon den Zug F7, F5. Wir greifen den E4 an und schon sehen wir, dass das weiße Zentrum so ein bisschen bröselt und die schwarzen Figuren ja, über das Feld F5 vielleicht auch ganz gut rauskommen können. Zum Beispiel, wenn er hier schlägt, hat man diverse Möglichkeiten. Wir könnten mit dem Springer hier auf F5 schlagen. Wir könnten hier sogar mit dem Läufer auf D4 schlagen, nach dem Motto, wenn der jetzt hier schlägt, dann mit dem Springer, weil der jetzt nicht mehr angegriffen ist. Und wir kriegen noch ein Tempo auf den Läufer und dann noch ein Tempo. Und dann haben wir wieder so ähnliche Ideen mit den schwarzen Feldern, die wir ja eben schon hatten, dass wir jetzt mit E7, E5 hier einen schönen Springer stabilisieren und zementieren können. Und dann vielleicht entlang der F-Linie mal irgendwann einen Angriff oder eine
eine Initiative aufbauen können. Hier sind wir mittendrin, statt nur dabei. Ja, alles wird gut. Dann, wie gesagt, nur alles, ja, kurz und knapp hier, also vom Grundplan. Also ich will euch ja nur Ideen aufzeigen. Dann als drittes gibt es noch den Plan mit diesem G7, G5. Wann geht der denn? Und der geht besonders dann, wir schauen uns mal hier aus einer anderen Eröffnungsreihenfolge, ja, so ein typischer Igel-Aufbau, der ja auch, zack, haben wir den Marocci hier auf dem Brett. Jetzt greife ich den mit Läufer B7 und Springer F6 diesen E4 an und weiß, kann sich ja mit F2, F3 aufbauen und dann diese Kette aufbauen. Und in dem Augenblick, wenn dieser F2, F3 hier gespielt wurde, hat Schwarz die schöne Möglichkeit, gleich einen typischen Aufbau, der nennt sich auch das Nievergeld-Manöver. Dazu habe ich mal ein ganz eigenes Video gemacht. Wenn Schwarz hier komplett entwickelt ist, wir sehen ja alles im grünen Bereich, normale Züge, die Dame verlässt noch schnell die C-Linie, bevor es losgeht. Und eins dieser typischen Manöver für Schwarz, wenn gerade bei dieser Bauernstruktur, ist der Zug Läufer D8 mit der Idee, den Läufer auf C7 zu stellen, ja, und vielleicht Druck auf H2 auszuüben, mit der Idee, vielleicht D6, D5 hier alles öffnen und so weiter. Aber, und wenn Weiß den hier deckt, und jetzt haben wir eben auch noch die Zusatz, also wir können hier immer noch irgendwann mit Turm E8 und D5 überlegen, könnte man überlegen. Es gibt hier aber auch den Zug, weil das Zentrum ja doch relativ, naja, unangetastet ist, in Anführungsstrichen. Die Streitkräfte prallen noch nicht aufeinander. Das angesprochene Nievergeld-Manöver, das beginnt mit König H8, mit der Idee Turm G8 und G7, G5 und dann Turm verdoppeln und vielleicht hier vorwärts gehen. Das sind auch sehr, sehr schöne Manöver. Dazu habe ich schon mal ein eigenes, ganzes, komplettes Video gemacht. Dürft ihr euch gerne anschauen. Nievergeld-Manöver. Ja, das sind so die drei grundsätzlichen Pläne für Schwarz, ja, in unserer Bauernstruktur des Marocci-Beins. B5, genau, F5, ja, sind Möglichkeiten, aber Weiß hat ja gesagt, auch viele Möglichkeiten. Man muss einfach flexibel bleiben. Es sind spannende Stellungen. Man muss per se wahrscheinlich einfach ein bisschen sich damit auskennen und zurechtkommen, dass man zumindest temporär etwas weniger Raum hat. Zumindest so lange, bis man einen dieser Durchbrüche erreicht hat. Ja. Und ja, dann geht es wieder vorwärts. Und Schach wird ja nicht in den ersten 10 Zügen entschieden, sondern hinten raus. Von daher, ja, ihr habt jetzt einen kleinen Eindruck davon bekommen, was weiße Pläne sein können, was schwarze Pläne sein können. Und wer sich tiefer mit der Materie beschäftigen will, da gibt es Literatur ohne Ende. Ja, die sind wahrscheinlich so dick wie die New Yorker Telefonbücher. Könnte man wahrscheinlich irgendwie ein halbes Jahr nur Videos drehen zu und man wird immer noch nicht alles haben. Deswegen, ne? Ich hoffe, lieber Friesling, so als kleiner Grundabriss hat es dir erstmal geholfen, dass du ganz grob weißt, wo es lang geht im Marocci-Bind. Und allen anderen natürlich habe ich hoffentlich auch ein bisschen geholfen. In dem Sinne sage ich besten Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Ideen oder Vorschläge habt, welche Eröffnungen, welche Pläne man mal kurz in diesem Format vorstellen kann, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.